Hallo, heute zeichne ich die Präsentation zur Vespa velutina der asiatischen Hornisse auf, die ich am 31. Pistikustag in Münster gehalten habe. Mein Name ist Dr. Susanne Meuser. Diese Arbeit ist kumulativ. Das heißt, ich möchte, dass Sie die entsprechenden Copyrights, wenn Sie aus dieser Arbeit zitieren, beachten. Denn das meiste, was ich präsentiere, haben andere Kollegen und Kolleginnen in langwieriger Arbeit, in mühseliger Arbeit und vor allen Dingen finanzkräftiger Arbeit erzeugt. Es soll also heute um die Vespa velutina gehen, hier charakteristisch zu erkennen an ihrem von oben schwarzen Kopf, an ihrem schwarzen Oberkörper, den dunklen Flügeln, dem leicht, also schmal gebänderten, gelb gebänderten Hinterleib mit der etwas breiteren orangegelben letzten Binde und vor allen Dingen an den gelben Füßen. Sie sitzt hier auf einer schon in die Gärung übergegangenen Feige. Dieses Bild zeigt den wunderschönen Kopf unserer Vespa velutina nigritorax. Man sieht hier, dass diese Wespe, anders als die meisten anderen Wespenarten, doch sehr viele Haare hat. Daher rührt auch ihr Name. Also Vespa ist klar, Wespe, velutina eben die haarige und nigritorax schwarzer Oberkörper. Die Erstbeschreibung für Europa kam aus Frankreich. Dort ist sie 2004 angekommen. Man hat sie das erste Mal im November 2005 im Lot-et-Garonne im Département 47 gefunden und beschrieben. Sie ist dann im Mai 2006 dort auch noch einmal in einer Stadt nahe bei, in Tournai, gefunden worden und man hat dann Untersuchungen gemacht. Das heißt, man hat im Umkreis von 30 Kilometern dieser Fundorte Fallen mit gesalzenem Wein aufgestellt im Abstand von 200 Metern und hat dann dort noch mehrere Individuen gefunden. Aufgrund der Fundjahreszeiten 2006 im Mai vermutet man, dass es sich da eben um Königinnen handelte, was durchaus plausibel ist. Das werden wir nachher noch sehen, warum das plausibel ist. Und daraus hat sich dann ergeben, dass man vermutet, dass die Tiere schon dauerhaft etabliert sind dort und dass sie eigentlich schon früher angekommen sein müssten. Man hat dann den Literatur, also den Ankunftszeitpunkt in der Literatur mit 2004 festgesetzt. Das Ganze ist dann natürlich veröffentlicht worden in dieser Veröffentlichung und hat dann Niederschlag gefunden in der Unionsliste für gebietsfremde Arten. Es ist dann auch in der ersten Fortschreibung 2017 etwas genauer geschehen. Hier die Verörtlichung des Département 47. Man sieht, es ist nicht wassernah, deswegen nimmt man an, dass sie über den Land- oder Flugweg, also mit Flugzeug, angekommen ist. Sie kam oder kommt aus China, aus Asien. Und dort gibt es sehr viele verschiedene Arten oder Farbschläge der Vespa velutina. Also mit Vornamen heißen die alle Vespa velutina. Und dann der Name ist, je nachdem, wie sie gefärbt sind, bei unserer, die wir hier haben, eben Nigritorax, der schwarze Thorax. In Nepal gibt es die Auraria, die sehr viel gelber ist, oder hier in Malaysia die fast ganz gelbe oder orangefarbene. Diese Farbschläge gibt es über Asien verteilt. Sie sind alle gebietsgebunden, also die haben sich selber auch noch nicht großartig verbreitet, diese Farbschläge. Und der Farbschlag Nigritorax ist aus der Umgebung von Yunnan, wie man festgestellt hat. Also sie könnte auch noch aus Assam kommen. Aber man hat genetische Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass die bei uns in Europa vorkommt, wahrscheinlich von wirklich nur einer Königin abstammt, und zwar von einer Königin aus Yunnan. Dort kommt sie also her. Und sie hat sich dann rasend schnell verbreitet.
von eben dem Département 47 über ganz Frankreich bis rein nach Nordspanien, bis rein nach Portugal, ist gewandert bis nach Deutschland, Belgien, Luxemburg, bis nach Italien und dann eben auch bis nach Großbritannien. Dafür gibt es, Sie können sich das abrufen unter diesem QR-Code hier, dafür gibt es eine wunderbare Animation über die zeitliche Verbreitung dieses Tieres. Man sieht hier also innerhalb der letzten 20 Jahre hat diese sehr starke Verbreitung, also um eine zweistellige Kilometerverbreitung über die Jahre stattgefunden. Sie war auch in Hamburg, also hier oben schon. Dort konnte man sie aber durch rechtzeitiges Agieren auch wieder entfernen. Dadurch, dass Hamburg eben zu dem Zeitpunkt noch einen Inselstatus hatte und rundrum keine Vespa velutina Vorkommen waren. Das wird uns hier für Deutschland, für Süddeutschland, Mitteldeutschland nicht mehr gelingen. Das heißt also, wir müssen irgendwie lernen, mit dem Tier umzugehen, es zu managen, denn wegbekommen werden wir es wahrscheinlich nicht mehr. Wir sehen also hier, ich komme aus dem Saarland und hier gibt es eine Karte vom Umweltamt übermittelt von Herrn Werno, der ersten Funde, die sind hier mit diesem Cyanrot markiert. Also hatten wir ungefähr in der Mitte vom Saarland, in Schmelz, im Nordsaarland, in Wadern und in Saarbrücken, der Hauptstadt des Saarlandes. Dann im nächsten Jahr hatte sich das 2021 beschränkt hier auf die Saluja-Gegend. Das mag daran gelegen haben, dass das Jahr 2021 ein sehr, sehr schlechtes Insektenjahr gewesen ist. Da ist es auch unseren Honigbienen nicht so besonders gut gegangen und allen anderen Insekten auch nicht und allen anderen Wespen auch nicht. Und dann im Jahr 2022 nahmen die Meldungen wieder zu. Da haben wir also hier wieder in Schmelz bei Saarlouis und um Saarbrücken massig Vorkommen gehabt. Seltsamerweise bei Wadern nicht. Das sah dann Ende 2022 anders aus. Da hatten wir also hier diese ganze Schiene von Saarbrücken hoch nach Wadern hatten wir Vorkommen und sogar in Homburg im Ostsaarland gab es Meldungen. Dann 2023, im Ende 2023, auch wieder ein sehr gutes Insektenjahr, hat sich die Vespa velutina, wie hier gezeigt, dann quasi flächendeckend verbreitet. Wieder mit dem absoluten Hotspot um Saarbrücken herum, hier bei Schmelz, bei Wadern hat es nachgelassen, aber sie ist da und wird dort etabliert bleiben. Abhängig ist es wahrscheinlich davon, das werden wir nachher noch ein bisschen lernen, dass es hier in Saarbrücken sehr viele Stadtimkereien gibt und alles andere doch eher ländlicher Bereich ist. Ich habe vom Bieneninstitut Mayen eine Karte zur Verfügung gestellt. Die hat mir der Jes Johannessen übermittelt. Das sind Daten, die das Bieneninstitut Mayen erhoben hat. Und man sieht hier also nach Umfragen, wie viele Rückmeldungen positiv kamen. Also das leicht rosa, 5 bis 10 der Rückmeldungen waren positiv und das stark rot, 50 bis 70% der Rückmeldungen auf die Anfrage war positiv. Das heißt also hier Saarland, Rheinland-Pfalz und Karlsruhe sind stark betroffen, all die anderen noch nicht so doll. Münster, wo der Vortrag war, hat mal die ein oder andere Meldung, aber dort wird sie auch kommen, denn also seltsamerweise ist Weser-Ems noch nicht betroffen, denn in Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich sind schon lange Vorkommen, in der Schweiz auch, Österreich hat noch nichts.
Ich habe das hier dann nochmal bundeslandmäßig aufgeschlüsselt. Also das wird immer weiter nordwärts wandern und auch ostwärts wandern. Das sieht man an dieser Karte hier, dass eben auch da, wo hier noch keine Farbenverzeichnung ist, weil eben die Rückmeldungen noch unter 5% gelegen haben, trotzdem auch schon Meldungspunkte sind. Und gerade hier für Hamburg, diese sind ja eben jetzt wieder, die sind gemeldet gewesen, aber wie gesagt, soweit ich das weiß, gab es letztes Jahr dort keine Meldung, weil das Tier dort wieder entfernt werden konnte. Alle von diesen leicht lilanen, von den fliederfarbenen Punkten sind negativ, also Nein-Rückmeldungen gewesen. Diese Karten, wie gesagt, vom Bieneninstitut Mayen, das zeigt uns an, dass also durchaus eine Verbreitungsbewegung stattfinden wird. Man weiß noch nicht so richtig, woran das liegt, also woran das liegt, dass sich die Hornissen an einem Ort festsetzen und dem anderen nicht. Man hat Untersuchungen oder Klimaprognosen angestellt. Also hier ist das nicht nur eine Vorhersage, sondern so ist es teilweise auch schon. Also Italien ist zwar noch nicht so weit besetzt, aber diese Prognose ist nahzeittechnisch gemeint und man sieht also hier alle grünen Bereiche sind sehr wahrscheinliche Verbreitungsgebiete und dann nimmt es halt bis hin nach Rosa ab. Und man sieht also, dass in Deutschland auf jeden Fall also die Bereiche hier eben an den Benelux-Staaten und hier in den Weinanbaugebieten doch schon sehr wahrscheinlich sind, hier in Italien auch. Das heißt also, hier ist der Wärme Faktor gegeben, also die brauchen natürlich schon ein bisschen Wärme, wobei ich auch denke, wenn die schon in Hamburg waren, werden sie sich also auch doch im Rest Deutschlands noch verbreiten und das sieht man hier auf den Karten, also hier wieder 2000 etwas zeitnah, na, da ist hier dieser Bereich Europa sehr stark betroffen, aber bis 2100 sieht man das mit Ausnahme der sehr harten Wüstengebiete dann doch eigentlich eine weltweite Verbreitung stattfinden könnte. Das sind natürlich computergesteuerte Prognosen. Man muss abwarten, wie sich das dann wirklich gestalten wird. Aber es geht eben hier um einen Insekt und Insekten kommen mit einem Sneak-Faktor. Sie fallen erstens immer erst dann auf, wenn sie wirklich zahlreich vorkommen. Und zweitens kommen sie oft auch an Orten vor, wo man sie nicht erwarten würde. Hier also nochmal eine Ansicht, wie die Hornisse aussieht, unsere Vespa velutina nigritorax. Also man sieht, dass sie von oben schwarze Fühler hat, von oben einen schwarzen Kopf, einen schwarzen Oberkörper, Thorax, einen fast ganz schwarzen Hinterleib mit Ausnahme dieser dünnen Binde am ersten Hinterleibssegment, einer zweiten dünnen Binde weiter hinten. Und am vorletzten Hinterleibssegment eine breitere orange-gelbe Binde. Sehr charakteristisch sind diese gelben Füße. Es halten also das Bein, hier ist Oberbein, Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß. Also die Füße sind gelb. Im Englischen heißt die Hornisse Yellow-Legged Hornet, weil natürlich also hier die Füße besonders auffallen. Wenn ich die also ihre Länge ist ungefähr 2,3 Zentimeter. Die ist damit ein bisschen kleiner als unsere einheimische Hornisse. Wenn ich sie von unten betrachte, dann sehe ich, dass also die Fühler auch nicht ganz schwarz sind, sondern unten etwas orange-gelb tragen, vor allen Dingen die Basissegmente, dass der Kopf wunderbar orange gefärbt ist. Der von unserer einheimischen Hornisse ist ein bisschen gelber. Wieder sind die Füße auch von unten gelb, der Thorax ist von unten schwarz, Oberschenkel, Unterschenkel sind von unten schwarz und der Hinterleib hat nur wenige gelbe Zeichnungen, eben hier diese vier gelben Blots diese unteren Blots mit den zwei schwarzen Punkten drauf. Noch einmal, also das Größenspektrum der Arbeiterin ist, wenn es also frühe Arbeiten, die Arbeiterinnen sind, die Erstgeborenen sind immer ein bisschen kleiner, die sind so um die 1,72 Zentimeter.
die dann im späten Sommer geborenen sind besser ernährt. Die haben so um die 2,4 Zentimeter, 2,5 Zentimeter. Und die Königin, die kann durchaus auch mal 3 Zentimeter groß werden, sieht aber trotzdem immer noch ein bisschen schlanker aus als unsere einheimischen Hornissen. Und damit komme ich dann jetzt hier auch gleich zu dem Vergleich zwischen einheimischer Hornisse und der Vespa velutina nigritorax. Also ich habe hier den bei uns in Deutschland hauptsächlich vorkommenden, oder in Süddeutschland hauptsächlich vorkommende Variation Germana ausgesucht. Die hat ein rotes V auf dem Rücken. Diese Vespa crabro, also unsere sogenannte einheimische Hornisse, hat etwa 2,5 Zentimeter bei der Arbeiterin und bei der Königin etwa 3,5 Zentimeter, wenn es gute Wespenjahre sind. Damit ist sie, wie gesagt, etwas größer als die asiatische Hornisse. Und was man hier bei diesen beiden sehen kann, beide haben einen Stachel. Das ist so wie bei allen Hautflüglern. Die Weibchen können stechen, die Männchen können das nicht. Also bei dem Drohnen, den man nachher noch treffen werden, wird man keinen Stachel, sondern nur einen Begattungsapparat finden. Jetzt diese Größenvergleiche und auch diese Farbvergleiche, also unsere einheimische Hornisse ist doch eher schön rotbraun. Das kommt hier in diesem Bild gar nicht so toll raus. Und der Hinterleib ist hauptsächlich gelb gefärbt. Diese Farbeindrücke sind ein klein bisschen, und auch Größeneindrücke sind ein klein bisschen müßig, weil wenn so ein Viech an mir vorbeifliegt, dann kann ich das nicht so schnell beurteilen, vor allen Dingen, wenn ich nicht den direkten Größenvergleich habe. Deswegen ist es wichtig, dass man sich vielleicht einfach merkt, die Crabro in Anführung, also die umgangssprachlich Crabro, macht einen gelben Flugeindruck. Also wenn ich aus dem Augenwinkel oder oben im Baum so den gelben Eindruck, den hellen Eindruck habe, dann ist es eine einheimische Hornisse. Wenn ich einen schwarzen Eindruck habe, dann ist es wahrscheinlich eine Vespa crabro, eine Vespa velutina nigritorax, also die asiatische Hornisse. Aber Vorsicht, einen schwarzen Flugeindruck können auch noch andere Insekten, große Fluginsekten machen. Und da komme ich jetzt dann eben dazu. Übrigens, unsere einheimische Hornisse ist zumindest in Deutschland besonders geschützt. Während die Vespa velutina eben als invasiver Organismus betrachtet wird und auch entfernt werden darf. Müssen uns also Gedanken darüber machen, wie wir das machen können, ohne unsere besonders geschützten Organismen zu stören oder zu beeinflussen. Und da komme ich dann eben dazu, was es denn für Verwechslungsmöglichkeiten gibt. Verwechslungsmöglichkeiten gibt es unter anderem. Es gibt auch noch jede Menge andere Insekten, mit denen man Vespa velutina als, ich sag jetzt mal ein bisschen ketzerisch, als Laie verwechseln kann. Also da zählt zum einen unsere mittlere Wespe, die kleine Hornisse Dolichovespula media dazu. Die gehört zu den Langkopfwespen, weil sie zwischen Auge und Kiefer eine Backe hat. Und die sieht, das hier ist eine Arbeiterin, mitunter auch so schwarz aus, wobei es bei diesen Tieren temperaturabhängig ist, ob die mehr gelb oder mehr schwarz gefärbt sind. Da gibt es durchaus Nester, Unterschiede auch zwischen den Nestern und auch innerhalb der Nester gibt es Unterschiede. Die Königin allerdings sieht fast so aus wie unsere Vespa crabro. Mit dem kleinen Hinweis, dass unsere Vespa crabro dieses Schulterdreieck hier nicht hat. Das hat nur die Dolichovespula media, Königin und Arbeiterin. Also mit diesen Arbeiterinnen könnte man jetzt durchaus auch die Nigritorax verwechseln, vor allen Dingen auch, weil die kleine Hornisse eine der wenigen einheimischen Papierwespenarten ist. Es gibt noch zwei andere, die solche freien Nester machen. Freie Nester werden von der Dolichovespula gerne in Büsche gemacht, so auf Menschenkopfhöhe ungefähr. Die sind aber viel kleiner als die Nester einer Nigritorax, wobei man da auch wieder vorsichtig sein muss. Die Nigritorax macht
Primärnester, die auch klein sein können. Also hier auf jeden Fall eine Verwechslungsmöglichkeit. Also bitte dreimal hingucken, bevor man diese Nester kaputt macht. Das sollte man sowieso nicht auf eigene Faust tun, weil auch diese Tiere, die ich hier zeige, unter besonderem Schutz stehen. Wie auch unsere blaue Holzwespe, Holzbiene. Die violettflügelige Holzbiene Xylocopa violacea. Die macht allerdings, die sieht eher so ein bisschen pummelig aus wie eine Hummel, also nicht so schlank wie die Vespa velutina nigritorax. Sie ist auch noch viel haariger als die Velutina nigritorax. Und vor allen Dingen hat sie diese blau schimmernden Flügel, was bei entsprechendem Licht bei entsprechendem Licht dann auch wirklich im Flugeindruck zu sehen ist. Also die schimmert wirklich manchmal so violett, blau, schwarz. Aber man kann sie eben oberflächlich mit der Velutina nigritorax verwechseln. Auch eine Verwechslungsmöglichkeit wird auch oft mit Wespen, mit Papierwespen oder mit unserer einheimischen Hornisse verwechselt, ist die Riesenholzwespe. Die gehört zu den Schlupfwespen, denn sie kann nicht stechen, sondern sie hat einen Legebohrer. Dieses hier ist die Legebohrerscheide und der Legebohrer in diesem Fall ist wirklich hier in das Holz gebohrt, denn diese Wespe legt ihre Eier mit dem Legebohrer in Holz rein und die entstehenden Maden ernähren sich dann vom Myzel eines speziellen Pilzes, den die Wespe auch schon teilweise alleine mitbringt und zersetzen so das Holz. Vor allen Dingen leisten sie damit Vorarbeit, denn die Larven, die werden so zeigefingerdick und fressen sich durch das Holz, hinterlassen entsprechend dicke Gänge und auch entsprechend dann, wenn die dann aus dem Holz hervortreten, also wenn die Tiere dann nach der Verpuppung schlüpfen, hinterlassen sie auch einen entsprechend großen Ausgang. Und diesen Ausgang findet dann eine Xylocopa violacea, also eine blaue Holzbiene vielleicht, und legt dann in diese Gänge ihre Magazinnester, weil die Xylocopa, die macht so Reihennester wie unsere Mauerbienen eben, ein Ei, ein Klumpen Pollen, Nektar, eine Mauer und dann kommt das nächste und dann wird das eben von den Holzbienen als Nistplatz verwendet, was vorher die Urucerus gigas oder vielmehr deren Larven produziert haben. Also auch ein sehr wichtiges Tier. Eben hat auch gelbe Beine, aber eben gelbe Flügel, wie man das hier sehen kann. Also durchaus auch von der Velutina nigritorax zu unterscheiden. Wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, Tiere zu sehen, sondern nur Nester finde, kann ich auch schon am Bauort und der Bauart der Nester sagen, was das für ein Individuum, was das für eine Wespe sein könnte. Also wir sehen hier, die Wespen haben, also Papierwespen machen grundsätzlich erstmal ähnlich wie dieses hier Primärnester. Dieses ist aber jetzt ein Primärnest von einer Vespa velutina nigritorax. Wie man sieht, da sitzt eine drauf. Die baut hoch in Bäumen die zieht dann aus den Primärnestern um in Sekundärnester, die dann hoch in Bäumen sind. Und wenn da das Flugloch nicht nach unten weggeht, sondern an der Seite mehr im oberen Bereich sitzt, dann kann man davon ausgehen, oh ja, das ist ein Nest der Vespa velutina nigritorax. Und so hoch in den Bäumen macht bei uns in Deutschland sowieso eigentlich kein anderes Insekt seine Nester. Verwechseln kann man es, wenn man nicht genau hinguckt, durchaus auch mal mit einem Krähen oder vor allen Dingen auch mit einem Elsternest, die ja solche Nester mit einem Dach oben drüber bauen. Aber eigentlich kann man da immer durch die Äste durchgucken und man sieht ja auch die Vögel fliegen. Dann ist immer, also das machen die Vespa velutina nigritorax hauptsächlich. Die sind aber sehr flexibel und man hat auch schon Nester zwischen Hauswänden in Vogelkästen und so gefunden, also an Nistorten, wo eigentlich unsere europäische Hornisse, also die Vespa crabro, hingeht. Die Vespa crabro macht niemals freihängende Nester, sondern sie braucht immer etwas drumrum, also eine Behausung wie unsere Honigbienen.
Sie macht ihre Papiernester gerne in alte Vogelbehausungen, also Löcher in Bäumen, in Vogelnistkästen, im Dachboden. Da fällt sie dann negativ auf, weil sie nicht nestsauber ist. Die pinkeln also wirklich in ihr Nest rein und aus dem Nest raus. Das hat den Grund, dass sie damit zum Beispiel, wenn sie in so einer Holzhöhle bauen, in einem morschen Baum, dann macht ihr der ätzende, diese ätzenden Exkremente machen die Höhle damit größer. Also es hat durchaus einen Sinn. In Häusern findet man das nicht so schön, weil dann halt die Soße an der Hauswand runterläuft oder durch den Dachbodenboden sickert. Das wäre unsere Vespa Crabro. Also man muss dann mal gucken, fliegt da gelb oder fliegt da schwarz. Und dann hatte ich ja gesagt, also man kann die Nester auch schon durchaus wegen der Farbe, also unsere Vespa Crabro macht so beigebraune Nester, während die Velutina graubraune Nester macht. Und graubraune Nester macht eben auch unsere Dolichovespula media, die kleine Hornisse, umgangssprachlich kleine Hornisse. Und sie baut dummerweise, oder na, nicht dummerweise, sondern für sie spezifisch in niedrige Bäume oder Büsche, sodass man also auch durchaus Primärnester der Vespa velutina nigritorax mit den Nestern der Media verwechseln könnte. Wenn ich jetzt von den Primärnestern rede, dann kann ich ein Primärnest auch verwechseln mit dem Nest einer Vespula vulgaris, also unserer gemeinen Wespe, oder auch schon mal mit der Vespula Germanica, der deutschen Wespe, denn beide bauen gerne zum Beispiel in Komposthaufen oder in Erdlöcher. Da muss man dann halt auch gucken, wenn man Tiere fliegen sieht, ist es besonders klar, weil diese kleinen Wespen, die sind ja eben doch eine ganz andere Größenordnung als die Hornissen, die Vespula, also die Vespa velutina nigritorax. Das also so, dass man Nester auch schon auseinanderhalten kann und dann eben, wenn man sich nicht sicher ist, doch mal jemanden ruft, der sich damit schon länger beschäftigt, damit man eben keines der geschützten Tiere stört, schädigt, beseitigt. Jetzt kann man sich Gedanken darüber machen, wie kann ich denn also die Arbeiter von den Königinnen unterscheiden? Das geht einmal dadurch, dass ich, also wenn die Königinnen im Frühjahr aufwachen und dann ja zur Nestgründung kommen, es eine bestimmte Zeit dauert, das zeige ich gleich noch, bis überhaupt die ersten Arbeiterinnen da sind. Jetzt hat man das natürlich, weil man neugierig ist, auch in der Forschung untersucht. Man hat 77 Nester seziert, also auseinandergenommen. Und hat einmal geguckt, wie ist denn der Größenunterschied Arbeiterin und Königin Juni, September. Und hat, also man hat die gewogen, das Nassgewicht gewogen. Und da fällt natürlich auf, dass die Arbeiter im Juni, die dann als junge Arbeiter, also das sind die ersten Arbeiter, die entstanden sind, also ab Juni gibt es die ersten Arbeiterinnen, sehr, sehr viel kleiner oder leichter sind als die Königinnen, die hier dann jetzt schon wieder Fettkörper angesammelt haben und voll in Eiablage sind. Die hat man jetzt hier entnommen im September. Und da sind dann natürlich auch Königinnen drin im September, die neue Königinnen sind. Also diese dann, wenn sie gut genährt sind und Fett angesammelt haben, damit sie über den Winter kommen, kommen halt bis auf 600 Milligramm, während eine Arbeiterin so um die 300 Milligramm hat. Das ist hier auch nochmal gezeigt, also etwa 200 Milligramm die Arbeiter im Juni. Und dann hat man geguckt, wie sind denn die Arbeiterinnen im November, also die letzten, die geschlüpft sind, die haben fast 400 Milligramm Nassgewicht und die Königinnen haben im September um die 600 Milligramm und um die 700 Milligramm im November Nassgewicht. Also schon ein ziemlicher Unterschied zwischen Königin und Arbeiterinnen. Und wie gesagt, alles, was wir so im Frühjahr rumfliegen sehen, kann nur eine überwinterte Königin sein, weil es die Arbeiter noch gar nicht gibt. Komme ich gleich nochmal zu. Jetzt hat man sich gedacht, ich kann die ja nicht immer wiegen. Also schaue ich mal, gibt's da, kann ich das genauer machen?
wenn ich ein Trockengewicht habe, weil ich nicht immer an frische, also ich kann nicht immer frische Tiere untersuchen. Und da hat man dann geschaut, also man hat das Trockengewicht gemessen und man kommt darauf, 250 Milligramm Trockengewicht entsprechen etwa 600 Milligramm Nassgewicht. Und man hat dann eben gesehen, dass man die vielen Arbeiter, also das Density heißt Dichte, das heißt, es gibt viel mehr Arbeiterinnen als Königinnen, aber dass eben die vielen gemessenen Königinnen um die 250 Milligramm Trockengewicht haben und die Königinnen mehr, also die Arbeiterinnen haben maximal 250 Milligramm Trockengewicht und die Königinnen haben auf jeden Fall mehr als 250 Milligramm Trockengewicht. Und da gibt es einen Überschneidungsbereich, das heißt, je nachdem, wie gut die Königinnen und die Arbeiterinnen genährt sind, gibt es einen Überschneidungsbereich, dass es eben durchaus in verschiedenen Nestern auch sehr kleine Arbeiterinnen oder sehr große Arbeiterinnen gibt und auch sehr kleine Königinnen, sodass man also nicht immer ganz genau alleine an dem Gewicht sagen kann, was es denn nun ist. Man hat sich dann noch Gedanken gemacht, also hier nochmal, je nach Witterungsbedingungen und Nahrungsangebot gibt es große und kleine Individuen, weil das abhängt davon, wie viel Fettkörper haben die angesammelt, wie gut sind die während ihrer Larvalentwicklung und ihrer Verpuppung dann eben genährt oder sind sie genährt worden, das heißt während der Larvalentwicklung ernährt und während der Puppe, wie gut konnten sie von Reserven zehren. Und das fällt dann eben unwissenschaftlich uns auf, wenn wir wirklich Tiere an den Bienenstöcken sehen und dort vom Flugloch fernhalten wollen, wenn man da Abwehrgitter hin macht und nimmt die Maschendraht Größe zu groß, nämlich mit etwa 6 mm, dann passen kleine Individuen, also die ersten Arbeiter, die entstehen im Jahr, durchaus durch diese Gitter durch. Man muss dann also diese kleineren Gitter mit 5,2 mm auf 5,2 mm nehmen. Man hat sich dann noch Gedanken gemacht, ja, man kann ja, also braucht ja vielleicht nicht nur wiegen, man kann ja auch was messen. Und wenn die Königin und die Arbeiter sich schon vom Gewicht her unterscheiden, dann müssten sie ja auch einen größeren Körper haben. Und dann nimmt man da eine Messgröße, die man besonders gut messen kann, weil sich das nicht verändert. Da nehme ich das Mesoskutum, das ist also das obere Rückenschild. Das Abdomen kann sich verändern, je nachdem, wie viel Wasser die vielleicht gerade in sich haben oder wie viel Fettkörper die in sich haben. Das Mesoskutum verändert sich nicht, das ist relativ starr. Und da hat man dann eben gemessen, dass die Arbeiterin 4,4 mm ungefähr hat und die Königin 4,58 mm. Und daran sieht man schon, dass das eine enorm große Unsicherheit ist, allein durch irgendwelche Messungen das Geschlecht feststellen, also Königin oder Arbeiterin auseinanderhalten zu wollen. Drohnenarbeiter und Arbeiter oder Drohnenkönigin kann ich sehr gut auseinanderhalten, denn ich hatte das ja eben schon gesagt, dass die Arbeiterinnen und die Königinnen einen Stachel haben, der Drohnen aber nicht. Das ist genau wie bei der Honigbiene. Das letzte Abdomensegment ist also bei der Arbeiterin im wahrsten Sinne des Wortes spitz, also nicht nur, weil da der Stachel rauskommt, sondern es ist auch wirklich spitz geformt mit der Stachelscheide, also wo der Stachel dann rauskommt, während der Drohn für seinen Begattungsapparat eher so ein Himmel- und Hölle-Spiel hat. Also der ist hier so abgerundet und dann kommen zwei Zangen, die dann ermöglichen, dass sich der Drohn an der Königin im Prinzip festhalten kann bei der Paarung. Außerdem hat der Drohn, wenn ich den einfach, also wenn ich ihm nicht so nahe komme, dass ich mich traue, hat die Stachel oder hat der keinen Stachel zu sagen, kann ich ihn trotzdem auch schon an der Form seiner Fühler erkennen. Die Arbeiterin hat und die Königinnen haben, wie man gleich auf dem nächsten Bild noch mal ein bisschen besser sieht, wirklich schön gekniete Fühler. Das hier ist das erste Segment, das Basissegment, und dann kommen die Flagellensegmente hier. Die sind dann also gekniet
Und der Dron, der hat einen relativ dazu verglichen, ein sehr kurzes Basissegment und hat hier dann einen hörnchenartigen Fühler, also wie so ein Widderhörnchen. Das also Vergleich Arbeiterinnen-Drohnen. Ansonsten ist der Drohnen eben ein bisschen länger, aber die Zeichnung das gleiche. Wenn die Arbeiterin hier ein bisschen mehr pumpen würde, sähe man auch dieses charakteristische Zeichnungsdreieck. Das würde dann da auch rauskommen. Auf dem Bild sehen wir jetzt auch nochmal, also das erste Stadium, das Embryonest einer Vespa velutina nigritorax, das jetzt kurioserweise der Nestbeginn in einem Bienenrahmen, hier braun und grau schön, das wird dann hier oben wird es immer weiter grau und innen drinnen schon die ersten Larven, das hier sind schon reifere Larven, die mit ihren Köpfen aus den Zellen rausstecken, damit sie gefüttert werden können. Sie werden wie bei allen papierbauenden Wespenarten mit Proteinen aus anderen Insekten oder hier in dem Fall auch aus Aas gefüttert. Das heißt also, wir können diese Vespa velutina durchaus auch mit Fleisch oder mit Fisch anlocken. Das nimmt sie eben auch sehr gerne, wenn wir so Lockfallen bestücken möchten. Damit komme ich dann, also wenn wir jetzt dieses Embryonest gesehen haben, eben auch dazu, wie der Nestverlauf im Jahr ist. Und ich habe hier absichtlich kein Kreisdiagramm gewählt, sondern ich habe einen Verlaufspfeil gewählt, weil hier eben nicht wirklich ein Kreislauf stattfindet, sondern die Nestgründerin gründet ein Nest und dann stirbt das ganze Nest mit Ausnahme der Neuköniginnen ab. Die Neuköniginnen verbleiben aber in der Regel nicht im Nest, sondern verstecken sich woanders. Das heißt, es hat wirklich dann ein Ende und ein Neubeginn im nächsten Frühjahr. Wir haben also, wenn wir jetzt Winter haben, sind die alle genau wie die anderen Wespenarten in unseren Breitengraden in der Winterruhe. Sie ziehen dazu die Beine schön sauber an den Körper und klemmen die Flügel ein, damit da keine Verletzungen stattfinden können. Und dann, wenn die Temperaturen verlässlich über 15 Grad steigen, sind die schon länger aufgewacht. Also die fliegen bei schönen Temperaturen, genau wie unsere Hummeln und die Krabbros, auch mal schon in der Gegend rum, gehen dann aber immer wieder noch mal schlafen. Und wenn dann die Temperaturen über 15 Grad verlässlich bleiben, dann beginnen die begatteten Jungköniginnen mit der Nestgründung. Es entstehen auch Königinnen, die überwintern, die aber noch nicht begattet sind. Die können dann selbstredend, weil es im Frühjahr keine Drohnen gibt, keine erfolgreichen Nester gründen. Jetzt hat also dann die Nestgründung begonnen im Frühjahr. Dann eben diese Nestgründung findet als Primärnest, also als Embryonest, wie hier zu sehen, statt. Und dann macht die Königin dann nach einer Weile die erste Eiablage. Sie bebrütet wie unsere Hummeln und unsere einheimischen Wespenarten aktiv durch Muskelkontraktion. Flugmuskelkontraktion, diese Brut, sie füttert die auch selber, sie baut dann noch an dem Nest rum und etwa 48 Tage nach der Nestgründung schlüpfen die ersten Arbeiterinnen. So lange dauert die Entwicklung vom Ei über die Puppe bis zum erwachsenen Tier. Das ist dann also, wenn man davon ausgeht, April die Nestgründung, dann ist das im Mai, Juni, dass wir die ersten Arbeiterinnen überhaupt erst rumfliegen sehen. Wenn es dann genug Arbeiterinnen sehen bleibt, bleibt die Königin im Nest, im Wespenvolk und legt nur noch Eier. Und wenn dann dieses Nest für die Menge nicht reicht oder der Platz nicht mehr gefällt, dann gibt es eine Sekundärnestgründung. Diese Sekundärnester können dann bis zu 11 Wabenscheiben bekommen, wachsen ständig und sterben dann erst im Oktober, November ab. Das sieht man dann hier im Pfeil. Also im Spätsommer findet dann die Reproduktionsphase statt. Das heißt dann so ab September, Oktober schlüpfen die ersten Drohnen.
Und das ist etwa 14 Tage vor dem Schlupf der ersten neuen Königinnen. Das ist genau wie bei der Honigbiene. Die Drohnen müssen reifen, um begattungsfähig zu werden. Deswegen schlüpfen die eben als Erste. Und dann kommen die ersten Königinnen. Und dann, wenn dann die Königinnen begattet sind, das ist so Anfang Oktober, verstecken die sich und überwintern, haben vorher schön Fett angefressen. Im Oktober stirbt dann die Altkönigin, damit gibt es keine Eiablage mehr und damit stirbt dann auch so langsam aber sicher das Nest ab. Ich habe ein Nest beobachtet, das hat dann komplett den Verteidigungswillen verloren, sodass die Vögel auch Maden schon rausgeholt haben und den Papierbau zerlegt haben. Dann findet also der Nesttod statt, das Nest wird zerlegt, weil es nicht mehr gepflegt wird, zersetzt es sich und dann müssen im nächsten Frühjahr die Neuköniginnen wieder neu anfangen und ein Nest gründen. Hier haben wir also die Entwicklung, 13 Tage Eientwicklung, 16 Tage Larvalentwicklung, 19 Tage Puppenentwicklung, also verdeckelte Brut und dann schlüpft das erwachsene Tier. Das sind dann insgesamt 48 Tage und das sieht hier aus wie in dieser Zeichnung. Das ist aus einer Veröffentlichung, die ich hier unten verzeichnet habe, genommen. Also wenn man das Embryonist so anschneidet, sieht das mit den Zellen aus wie hier. Also man hat hier die ersten Zellen, da werden die ersten Eier reingelegt. Die Königin legt sich hier oben drum rum und wärmt das. Wenn ich das Ganze von unten ansehe, dann habe ich eben hier die verdeckelte Brut schon. Hier ist offene Brut, wieder verdeckelte Brut, also in so Ringen. Und wenn ich das von der Seite her anschneide, dann sehe ich also hier eine Leerzelle. Hier ist eine Zelle mit einem Ei. Das schlüpft dann. Erste Larve, zweite Larve, dritte Larve, vierte Larve, fünfte Larve. Die müssen jedes Mal, da es sich um Insekten handelt, als sie also auch als Larve schon einen Außenpanzer haben, diesen Außenpanzer abwerfen. Und dann kommt es zur Präpuppe, zur Puppe. Die entwickelt sich weiter, färbt sich aus, bis sie dann eben nach 48 Tagen fertig ist und schlüpft. Man hat in diesen Nestern, wie ich eben gesagt habe, 77 Nester, hat man gezählt. Also es gibt maximal 11 Waben, das heißt 11 solcher Scheiben. Ich zeige es gleich nochmal. Gezählte Zellen hatten die bis zu 13.500, also 13.600 Zellen. Daraus geschlüpfte Individuen pro Saison sind weniger als dieses. Im Schnitt 6.500. Das heißt also, nicht jedes Tier, nicht jedes Individuum aus einer Zelle kommt zum Schlupf. Und daraus und da dann hat man geschlossen oder man weiß, dass in einem Nest in einem Nest in dieser Saison, also in einer Saison, ständig etwa 430, maximal auch mal 1800 Tiere ungefähr vorhanden sein können. Und man hat dann im Oktober, November gezählt, wie viele Königinnen wohl geschlüpft sein können. Das waren maximal 563, also ungefähr 560 Königinnen. Das heißt aber nicht, dass eben diese 563 auch Nestgründerinnen werden. Die überleben ja nicht alle. Die werden gefressen, die kämpfen miteinander, gehen ein, die sterben an Krankheiten, die kommen nicht über den Winter, die werden nicht begattet. Also davon werden ungefähr zwischen 1 und 3% werden hiervon zu Nestgründerinnen. Und auch dann ist immer noch nicht jede Nestgründung erfolgreich. Ist aber immer noch genug. Also es werden offensichtlich immer noch genug neue Nester gegründet, die dann negativ auffallen können, wenn es denn dann zum negativen Auffallen kommt. Und ich habe hier ein Nest aus dem Saarland, Stadtgebiet Völklingen, fotografiert. Man sieht also hier, dieses Nest hat etwa, wenn ich das hier nach oben extrapoliere, etwa 9 Etagen. Das hier, diese eine Etage, das ist die vorletzte Etage, die gebaut worden ist. Also, weil wird ja von oben nach unten gebaut. Das hier ist die letzte Etage. Vorletzte Etage hat einen Durchmesser von etwa 53 Zentimeter. In der Höhe war das Nest länger als einen Meter. Hier sieht man es noch mal ein bisschen näher aufgenommen. Also, das hier sind verdeckelte Zellen, wo Puppen drin sind.
Und diese hier sind frisch belegt, da sind noch zu junge Maden drin. Im Zentrum ist es schon verdeckelte Brut und hier oben ist alles. Was man hier schön sehen kann, sind diese Brücken, die die Wespen als Abstandshalter oder als Säulen zwischen die Wabenetagen, also zwischen die Etagen, zwischen die Waben setzen, als Halterung und als Abstandsgeber. So sah das Nest, also was ich bekommen habe, im Saarland aus. Und wenn wir jetzt eben annehmen, dass der Nestbaubeginn 2024 jetzt bei uns hier so in Süddeutschland etwa Mitte April stattfinden kann, dann wird es die ersten Arbeiterinnen zwischen Muttertag und Pfingsten geben. Somit gilt, was ich vorhin schon sagte, dass alle Tiere, die man vor Mitte Mai findet, mit großer Wahrscheinlichkeit Königinnen sind. Ich habe jetzt hier ein Nest, eine Fotografie von Tom Vranken von den Vespa Watchers bekommen. Und man sieht hier sehr schön deutlich, meine Fotos nachher sind nicht so schön deutlich, da, wie das Nest oben in einer, ich glaube, es ist eine Pappel hängt und das ein Nest, was sie gefunden haben, ein Primärnest, was in Erdnähe gebaut worden ist. Also hier. Sekundärnest, Primärnest, schön graubraun. Und es gibt also auch dann hier bei uns im Saarland, bei mir an der Uni, hatten wir ein Nest, das hängt in Erlen an einem kleinen Teich, neben einem Parkhaus, an einer Buszufahrt, an einem Fußgänger- und Fahrradweg. Und dieses Nest ist niemandem aufgefallen, mir ja, weil ich dann so ab Mitte, Ende August auch Vespa velutina Beflug hatte an meinen Bienenstöcken. Das Bild kommt gleich noch. Und ich habe, weil noch Blätter in den Bäumen sind, ich habe wie dumm gesucht, ich habe dieses Nest nicht gefunden. Vor allen Dingen, weil die Wespen nicht in diese Richtung weggeflogen sind von meinen Bienen. Sie sind in alle anderen Richtungen weggeflogen, nur nicht dorthin. Es kann nun sein, dass wir noch mehr Nester hatten, aber ich fände es auch schon wahrscheinlich, dass die von diesem Nest, was direkt über meinen Bienen war, dann auch gekommen sind. Das Nest hat eine Kollegin gefunden, die eben hier sieht man die Wegschilder St. Ingbert und Saarbrücken, da geht es dahin. Und die Kollegin lief den Fußweg zum Parkpalast runter, hat den Kranichen nachgeguckt und hat dann eben, als die Blätter weg waren, dieses Nest gefunden und mir Bescheid gesagt. Das hier sind zwei der Bienenstöcke, die dort stehen, schön mit Schlössern gegen guckwillige, guckfreudige Leute geschützt. Und hier oben drüber hängt das Vespa velutina-Nest. Hier auch nochmal zu sehen, der Fußweg, Rekreationszone, Parkhaus. Es ist nicht aufgefallen gewesen. Also zumindest waren die in dieser Entfernung nicht aggressiv gegenüber Leuten, die da die ganze Zeit rumgelaufen sind. Damit haben wir schon mal den ersten Schritt dahin gemacht, wo finden sich denn nun Nistorte der Vespa velutina nigritorans. Und das hier ist jetzt eine Studie aus Galizien. Die haben untersucht, wo denn besonders häufig diese Vespa velutina-Nester vorkommen. Am allerhäufigsten sind die eben in diesem Vespa velutina-Einzugsbereich in Laubbäumen. Sie gehen auch sehr gerne, fast genauso gerne an hohe Gebäude. Eben da, wo keine Prädatoren, also keine Schadorganismen hinkommen. Also da kann kaum ein Vogel anfliegen, da kommt doch kein Eichhörnchen hin. Also da gehen an diese hochgelegenen, schwer erreichbaren Orte. Sie gehen nicht so besonders gerne in Sträucher. Sie gehen auch in immergrüne Bäume und auf dem Land, da findet man sie sehr wenig. Jetzt kann es sein, dass das da in Galizien, ich war da noch nie, aber es kann ja sein, dass in Galizien sehr wenig auf dem Land sehr wenig hohe Bäume sind. Das ist bei uns hier ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall ist das die Situation aus dieser Veröffentlichung. Hier auch nochmal dieses Nest mit dem seitlichen Ausgang. Dann haben wir auch noch atypisches Verhalten. Atypisch ist nicht das richtige Wort, aber Insekten sind extrem flexibel. So eben auch die Vespa velutina nigritorax. Und hier wieder ein Bild von Tom Vranken, der
hat das fotografiert in einem Schuppen. Na, man sieht also hier die Sichel und da steht Werkzeug, noch anderes Werkzeug rum. Dieses Nest ist für ein Primärnest zu groß. Das heißt, das ist also schon ein Sekundärnest, aus dem, weil es ein toller Ort ist, weil viel Platz ist, die Vespa velutina dann gar nicht mehr umgezogen ist. Also das kommt durchaus auch vor. Und dann fragt man sich natürlich, wenn die jetzt dort wohnen, wenn die an Gebäuden wohnen, wenn die in Laubbäumen wohnen, was fressen die denn eigentlich? Und das ist nach dieser Studie hier aus Frankreich sehr unterschiedlich. Und gebietsabhängig vor allen Dingen. Also man sieht hier im urbanen Bereich, also im städtischen Bereich, ist es durchaus so, gelb steht für Honigbienen, dass sie überwiegend Honigbienen frisst. Dann gibt es auch noch andere, nämlich Fliegen, das sind diese 17% hier. Und dann frisst sie auch noch andere Hymenopteren, also andere Haut. Flügler, wobei kaum Hummeln da drin zu finden waren. Also man hat geguckt, was die als Päckchen mit nach Hause tragen. Und es gibt auch andere Wespenarten, die sie auch bejagen. Wie das andere, unsere deutsche Wespe und die gemeine Wespe ja auch machen. Und die Vespa crabro auch. Das ist also urban. Und da kann man also sagen, dass doch ganz besonders hier ja die Bienen, die Stadtimkerei vielleicht dafür verantwortlich ist. Ne? Also es gibt sowieso in der Stadt wenig andere Insekten. Wir haben keine Misthaufen mehr in der Stadt. Und wir schützen unseren Müll, der ist in Mülltonnen drin. Das heißt, da ist auch nichts mehr zu jagen. Die Sewers, also unser Abflusssystem, ist geschützt. Also bleibt den Vespa velutina, die sich in der Stadt niederlassen, eben die Stadtimkerei. Wir bieten das im Prinzip wie auf dem Präsentierteller an. Damit ist hier gemeint, besonders isolierte und schwache Bienenstöcke sind gefährdet. Das kommt hier aus diesen beiden Veröffentlichungen. Schwache Bienenstöcke, ja, Wespen sind Aufräumer. Isolierte, wenn ich mehrere Bienenstöcke rumstehen habe, dann verteilt sich die Jagdlast auf diese mehreren Stöcke. Wenn ich aber auf dem Garagendach zum Beispiel jetzt nur einen Bienenstock stehen habe und die Vespa velutina fliegt sich drauf ein, dann hat dieses Volk natürlich richtig schlechte Karten. Also man sollte sich doch schon Gedanken darüber machen, wenn wir die Vespa velutina jetzt behalten müssen und wenn sie sich wirklich super doll entwickelt, wo wir dann unsere Bienen hinstellen. In der Landwirtschaft sieht man nämlich, dass die Vespa velutina genauso gerne Honigbienen wie Fliegen oder andersrum, dass sie genauso gerne Fliegen wie Vespa velutina fängt, weil eben hier vielleicht in der Landwirtschaft auch mehr Fliegen zur Verfügung stehen. Und dann haben wir eben wieder anteilig die anderen Insektenarten, die gefressen werden. Und man darf nicht vergessen, also sie nehmen auch Spinnen und vor allen Dingen auch Vertebraten Aas. Das ist dann auch mit dabei. Und man sieht eben hier, dass es in der Landwirtschaft doch auch schon ziemlich viel ist. Vielleicht eben, weil dort auch mal die verwesende Maus oder der verwesende Hase oder sowas rumliegt. Dann im Wald ist es auch. Also im Wald haben wir genauso viel, werden genauso viel die Fliegen bejagt wie die Honigbienen und fast den gleichen Anteil bilden hier andere Wespenarten, weil die halt im Wald jetzt auch wieder besonders häufig vielleicht zur Verfügung stehen, während die anderen beiden Anteile, andere Hautflügler und andere, also andere Hautflügler und diverses andere hier den kleineren Teil ausmacht. Also hier wieder die Vespa velutina, was hier deutlich wird, ist ein Opportunist. Die jagt alles, was ihr zur Verfügung steht. Sie ist aber ein schlauer Opportunist und nimmt eben das, was nicht mal stückchenweise hier und stückchenweise da zur Verfügung steht, sondern sie nimmt das, was in Massen vorkommt. Und das hat sie wieder mit unseren Honigbienen gemeinsam. Unsere Honigbienen machen das auch nur zu einem sehr geringen Anteil der Flugbienen einen Stock.
dass sie also so kleine Blüten vorkommen, wie mal das Gänseblümchen hier oder den einen Löwenzahn da holen, sondern die befliegen ein Rapsfeld, die befliegen einen Obstbaum, die befliegen ein Löwenzahnfeld, aber nicht diese Einzel, also wenig diese Einzelblüten. Und das machen die Vespa velutina eben auch. Die Beutemenge ist natürlich abhängig von der Nestgröße. Damit ist dann auch die Beuteaktivität im Oktober, September am größten, eben dann, wenn die ihren Nesthöhepunkt erreichen in der Individuenzahl. Das ist eben auch genau dann, wenn bei uns die deutsche Wespe und die gemeine Wespe negativ am Grill oder im Bäckerladen am Kuchen auffallen. Etwa 11 Kilogramm Insektenbiomasse werden aus der Natur abgegriffen, pro Saison, pro Nest. Das hört sich sehr viel an, aber unter dem Aspekt, dass es eben alles rundrum ist und wenn ich mehrere Völker an einem recht geschützten Ort stehen habe, also heißt geschützt in einer Umgebung stehen habe, wo viel anderes Angebot ist, dann gebe ich die Möglichkeit, dass der Beflug der Vespa velutina an meinen Bienenvölkern vielleicht nicht so schlimm wird. Das ist eine Theorie meinerseits jetzt. Wie gesagt, für mich an der Universität hat sich das letztes Jahr so bewahrheitet. Es gibt aber auch andere Berichte, wo sich eben Vespa velutina total auf eine Imkerei eingeflogen hatten, wo es dann auch wirklich Völkerverluste gegeben hat, wobei nicht ganz klar ist, wie der Standort war und ob die Völker schon auch eventuell eine Vorschädigung hatten oder ob vielleicht das Flugloch zu groß war. Darauf muss man auch achten, komme ich gleich nochmal. Also das ist so das, was fressen sie, wie viel fressen sie, die Situation, wie sie in dieser Veröffentlichung dargestellt worden ist. Und hier habe ich das, also wie gesagt, bei mir an der Uni konnte ich das alles super schön beobachten. Ich habe die Vespa velutina weniger an meinen Bienen festgestellt, als hier zum Beispiel an der verletzten Eiche. Das war eben im Oktober. Dort haben sie den Pflanzensaft abgegriffen und zwar zu großer Zahl. Also ich habe viel mehr Vespa velutina an diesem Baum gesehen als an meinen Bienenstöcken, weil im Oktober wohl das Nest da oben, was ich Ihnen gezeigt habe, schon im Abklingen begriffen war. Also Königin tot, keine neue Brut mehr. Dann braucht man als Vespa velutina nur noch darauf achten, dass man selber für den eigenen Energiehaushalt sorgt. Und das passiert halt hauptsächlich auch bei diesen Wespen mit Zucker oder mit proteinhaltigem Saft aus Pflanzen. Das machen die genauso wie unsere einheimische Vespa Crabro. Die saßen schön friedlich nebeneinander und haben dort Pflanzensaft abgegriffen. Und weil sie das tun, können sie halt durchaus auch, wenn sie dann wirklich in großer, großer Menge vorkommen, kann man sich vorstellen, dass sie auch für die Landwirtschaft zum Schädling werden können. Also auch durch Ernteverbiss zum Beispiel. Hier ist jetzt eine Vespa velutina in einer Blüte von einem Schneeball fotografiert. Das ist jetzt dann eben auch in der Jahreszeit, wo die Tiere Nektar, also Süßes brauchen. Und man kann sich vorstellen, dass sie dann eben auch Ernteschäden hervorrufen, wie hier zum Beispiel dieser Schaden ist durch Wildschweine am Wein entstanden, weil die dann, wenn die da mit ihren Rüsseln rangehen, den Pilz übertragen, genauso wie Mäuse. Das fängt dann an zu gären, zu schimmeln. Hier die Wespen gehen auch an dann schon vorgeschädigte, also unsere einheimischen Wespen gehen an vorgeschädigte Früchte, übertragen Pilze, beißen noch mehr ab. Oder hier die Kirschessigfliege, die macht ja auch schon genug Schaden in der Weinwirtschaft. Also da kann man sich dann durchaus vorstellen, dass sie zum Problem im Weinbau oder generell im Obst- und Gemüseanbau führen könnten. Darauf sollten wir auch ein Auge halten und da möchte ich auch zu dem Schluss kommen, dass diese Herausforderung Vespa velutina nicht nur an uns Imkern hängen bleiben kann, sondern diese Herausforderung Vespa velutina muss durchaus gemeinschaftlich angegangen werden, aus allen Bereichen der Naturpflege heraus.
Damit haben wir also die Problematik in der Kulturlandschaft. Honigbiene, Vespa velutina, ja. Also ich hatte gesagt, Vespa velutina besiedelt bevorzugt urbane Bereiche und Wälder. Da kommt sie am allermeisten vor, auf dem Land eben nicht so ganz so häufig, aber auch. Vor allen Dingen, wenn der urbane Bereich fließend in den ländlichen Bereich übergeht. Vor allem im urbanen, also im städtischen Bereich, bejagt sie vorzugsweise Bienenvölker. In den Veröffentlichungen steht immer hervorragender Flugjäger. Ja, das ist sie, weil sie hat eine Flugeigenschaft. Sie stellt sich mit dem Rücken zum Bienenvolk und bejagt hauptsächlich die einfliegenden Bienen, die Honig tragen oder Pollen tragen, weil dann noch eben ein Nebeneffekt der Beute zustande kommt. Das macht unsere Vespa Crabro meistens nicht. Sie fliegt ans Flugloch und versucht dort abzujagen. Das heißt wieder auch, dass die für unsere Bienen besser zu bekämpfen ist, weil die dann mit ihren Vorderbeinen, die stellen sich dann so mit den Vorderbeinen und angeln die nach vorne unsere Bienen. Und wenn eine Vespa Crabro zu nahe kommt, wird sie runtergerissen und in der Kugel erhitzt, erstickt. Das können die also weniger gut machen mit der Vespa velutina. Ich habe das aber beobachtet, also bei mir an der Uni hatte ich fast gleichmäßig viel Betrieb, Vespa velutina und Vespa crabro. Und also die jagen anders, aber nicht besser. Das, was den Erfolg der Vespa velutina ausmacht, ist die Masse. Also wenn die wirklich dann an Bienenstöcken in großer Masse vorkommen, dann entsteht eben durch dieses Massenjagen der Schaden. Unsere Bienen stellen eben in den Städten ein Massenvorkommen an Beutetieren dar, was die Vespa velutina natürlich gerne wahrnimmt. Denn wie gesagt, also die ist wie unsere Biene, die geht nicht auf Leppervorkommen, sondern die geht auf Massenvorkommen. Und sie kann eben 11 bis 7 Kilo Masse brauchen pro Nest. Davon sind, also von den 11 Kilo sind etwa 7 Kilo Bienen in der Stadt. Also wenn die eben diese 60-65% der Entomomasse aus den Bienen bezieht. Aber wenn ich ja mehr Bienen dastehen, mehr Bienenvölker dastehen habe, dann wird in der Regel ja nicht von einem Volk abgefangen. Es sei denn, es ist eben ein schwaches Volk mit zu großem Flugloch, nicht geschütztem Flugloch, dann räumen die da auf. Wenn dann eben der Hornissenflug zu stark wird, dann können unsere Bienen, wenn sie denn so eine Vespa velutina erwischen, können diese auch einknäulen. Aber die Vespa velutina ist leider anders als unsere Vespa crabro sehr hitzestabil. Also unsere Bienen können, das ist eine Beobachtung aus aus dieser Veröffentlichung, die können warm machen, aber nicht so warm machen und nicht so ersticken, dass die Vespa velutina dann auch wirklich tot ist. Wenn die Bienen dann von der Vespa velutina ablassen, dann wacht die oft wieder auf. Das ist dann schade, abtöten schief gegangen. Unsere Bienen machen, also wie bei Beflug durch andere Wespen, auch diese Gruppenbildung an Fluglöchern, also das Abwehren, Einknäulen funktioniert nicht immer. Sie machen also diese Gruppenbildung, aber die Vespa velutina jagt eben hauptsächlich aus der Luft. Das heißt, diese Gruppenbildung ist gar nicht so wirksam. Und was dumm ist, unsere Bienen fliegen eben geradlinig. Also wir wissen ja, die kommen so eingesegelt und wenn sie zu schwer beladen sind, fallen sie gerade vor dem Flugloch nochmal runter. Während die Apis cerana, also da, wo die Vespa velutina herkommt, die fliegen anders, die fliegen zickzackig, also unvorberechnet. Also da kann die Vespa velutina nicht vorberechnen. Deswegen könnte man sich auch noch überlegen, ob man das Flugloch an den Honigbienen nicht anders gestaltet, dass die ausfliegen müssen in einer Art und Weise, also vielleicht erst nach unten, dann nach oben, dass die Vespa velutina den Flug nicht mehr so gut vorberechnen kann.
Was die Vespa-Velutina eben gerne macht, das ist, was ich hier vorne schon oben schon sagte, also die stehen oft in Massen vor den Bienenvölkern und warten auf die einfliegenden Bienen. Wenn zu viele vorkommen, dann hört für die Bienen innen drinnen, also für die Stockbienen, im Prinzip der Futterfluss auf. Das heißt, die verfallen dann und auch die fliegenden Bienen, die Flieger verfallen dann in eine Foraging Paralysis, also in eine Sammellähmung. Fliegen nicht mehr aus, verbrauchen den Vorrat an Pollen und Honig und somit kommt dann für die Stockbienen, es ist kein Futterfluss mehr, Königin, du darfst keine Eier mehr legen. Dann geht die Königin aus der Eiablage und wenn dann der Imker nicht gegensteuert, also wenn man sowas sieht, muss man eben entsprechend zufüttern, dann haben die Bienen einen Nachteil für die Überwinterung, weil sie eben dann nicht genug Nachkommen machen und auch nicht genug Fettreserven ansammeln können für die Individuen. Das heißt also, dann gehen die Bienenvölker nicht direkt an dem Beflug der Vespa velutina, also an der Menge des Abgesammelten ein, sondern sie gehen darin ein, dass dann eben über den Winter die Vorschädigung auch vielleicht mit in Zusammenhang mit dem Milbenbefall oder mit Virenbefall zum Tod der Völker führen kann. Also dort muss der Imker dann eben wach, die Imkerin dann eben wachsam sein, dass wir gegensteuern und entsprechend vielleicht zufüttern, wenn die zwar nichts mehr abfangen können oder weil die Bienen in diese Lähmung verfallen, aber dann eben müssen wir das Futter nachdosieren sozusagen. Also man kann schon ein bisschen lernen, mit den Bienen und den Hornissen zu spielen. Ich habe einen Kollegen, den Martin Joffa, in Frankreich, in Toulouse. Und der Martin hat mir gesagt, also die haben ja jetzt schon seit über 20 Jahren, die haben ja jetzt seit 20 Jahren die Vespa velutina dort am Bieneninstitut, aber die Bienenvölker sind immer noch funktionsfähig. Also man kann damit umgehen lernen. Wir müssen nur lernen, wie. Jetzt komme ich dazu, es gibt dann immer noch die Frage, auch Problematik Kulturlandschaft. Wir haben ja viele eigene, viel einheimische Wespenarten. Wie ist das? Kann die Vespa velutina dazu führen, dass diese Wespenarten zurückgedrängt werden? Zum Beispiel unsere Vespa grapo. Dazu gibt es noch keine Untersuchungen. Also für uns hier in Europa, es gibt eine Untersuchung aus Korea und die haben zwei einheimische Hornissenarten, die Vespa similima und die Vespa mandarina. Und beide sind durch das Ankommen der invasiven Vespa velutina zurückgedrängt worden. Die Mandarina um 10%, die Similima um 20%, also zwar noch nicht so stark, aber man weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Bei uns in Europa ist das durchaus auch eine Möglichkeit, dass das passieren könnte, weil die Vespa grabro und die Vespa velutina ähnliche Bedürfnisse haben. Also sie haben gemeinsame Primärnestorte. Sie haben gemeinsames Futterspektrum. Also man kann durchaus sagen, dass wenn da zu viele Gemeinsamkeiten sind und die Vespa velutina nigritorix halt in viel größeren Zahlen vorkommt, dass dann durchaus auch ein Zurückdrängen der Vespa grabro möglich wird. Das muss man abwarten, wie sich das gestalten wird. Wir kennen das Beispiel vom asiatischen Marienkäfer. Der hat auch stellenweise was wir so sehen, weil die am meisten auffallen. Es gibt ja viele, viele Marienkäferarten, aber es fällt eben auf, der Siebenpunkt-Marienkäfer, der ist gebietsweise zwar nicht ausgestorben, aber zurückgedrängt worden und in anderen Gebieten wieder gibt es überhaupt keine Veränderung, da ist der nach wie vor vorhanden. Also das muss man abwarten, das ist sicherlich auch gebietsabhängig, temperaturabhängig, hat viele Faktoren, die dazu beitragen. Ich habe hier jetzt nochmal das aufgelistet, was die LWG Bayern veröffentlicht hat, so Ähnlichkeiten und Unterschiede. Also wir haben über die Körpergröße gesprochen. Die Vespa velutina ist ein bisschen kleiner als unsere einheimische Hornisse. Es hat eine unterschiedliche Körperfärbung, das Nest ist unterschiedlich, die Volksstärke. Die Vespa velutina nigritorax ist ungefähr doppelt, also ist
schon sehr viel individuenreicher als unsere einheimische Hornisse in den Nestern, was ständig als flugfähige Tiere drin sitzt. Die Ernährung hat sehr große Gemeinsamkeiten. Unsere einheimische Hornisse, die Crabro, frisst kein Aas. Aber das tut eben die Vespa velutina, was ihr einen Vorteil verschafft. Und was auch noch ein Vorteil ist, unsere Vespa Crabro ist nachts aktiv. Die asiatische Hornisse nicht, die fliegt nachts nicht. Das bedeutet, dass sie auch bei kälteren Temperaturen, dadurch, dass sie sich nachts ins Nest zurückzieht, eben noch funktionsfähig bleibt. Was heißt, dass sie eben auch später im Jahr noch aktiv ist. Unsere Vespa Crabro, da stirbt die Königin schon im September, im Oktober ist das Nest fertig. Und bei der Vespa Velutina stirbt die Königin erst Mitte, Ende Oktober. Das Nest ist also erst im November fertig. Das kann man hier sich nochmal unter diesem QR-Code herunterladen. Jetzt kommt die nächste Frage. Also wir haben Ähnlichkeiten, wir haben Verschiedenheiten, wir wissen jetzt, was sie frisst, wo sie am besten, am liebsten lebt, wie ihre Nestentwicklung ist. Es gibt aber noch eine weitere Herausforderung, und zwar hat man vor dem Tier Angst. Und zwar kommen da Daten eben auch wieder aus Galizien und aus Gebieten, wo sie sehr, 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 sehr individuenreich auftritt. Dort sind Leute vermehrt gestochen worden, und weil dort eben dieses vermehrte Stechaufkommen war, gab es da natürlich auch Fatalitäten, also durchaus auch Todesfälle. Und vor allen Dingen diese auch im Winter. Es sind wohl auch Vespa velutina nigritorax auf Weihnachtsmärkten auf der Zuckerwatte aufgetaucht. Klar, wenn die Nester eben noch bis in den November, Anfang Dezember rein aktiv bleiben, kann das dann eben durchaus vorkommen. Das Gift der Vespa velutina ist anders. Das wissen wir, aber wissen wir auch schon für unsere einheimischen Wespenarten, dass die alle leicht unterschiedliches Gift haben. Einige haben einen kleinen Anteil, der ähnelt dem Bienengift, andere wieder nicht. Ich kann allergisch sein gegen die Feldwespe, das heißt noch nicht, dass ich genauso allergisch bin gegen die deutsche Wespe oder andersrum. Bienen- und Wespenallergien schließen sich häufig aus. Also wenn ich Bienenallergiker bin, muss ich nicht unbedingt auch Wespenallergiker sein und andersrum. Das Gift der Vespa velutina hat einen Toxinanteil, der schlangentypisch ist. Der hat also es hat Anteile von neurodegenerativen Toxinen, also Neurotoxine. Das heißt, dass also das Gift dadurch, dass es auch kreuzreaktiv ist mit Giften, mit Giftarten von der Vespula vulgaris, der gemeinen Wespe und der Feldwespe und auch Anteile der Apis mellifera, also unserer Honigbiene, enthält. Da gibt es Ähnlichkeiten in der Proteinzusammensetzung. Dadurch kann es durchaus auch zu anaphylaktischem Schock kommen. Und der kann zu multiplen Organversagen führen. Kann. Das heißt, es ist die gleiche Regel wie für alle anderen Wespen- und Bienenstiche auch. Wenn ich dagegen empfindlich bin, habe ich ziemlich schlechte Karten. Wenn ich nicht empfindlich bin, passiert mir vielleicht nicht viel. Aber Fazit ist, man muss es nicht unbedingt ausprobieren. Und die Verletzungen und Todesfälle, die kommen eben, wie eben schon gesagt, dadurch vor, dass die teilweise in Gebieten sehr häufig sind, worauf wir eben auch achten müssen, dass wir die Bevölkerung aufklären. Also auch die Bevölkerungsteile, die viel in der Landwirtschaft arbeiten, die Baumarbeiter, die Naturpflege, bei der Erntearbeit, weil dort eben immer wieder Neststörungen passieren können. Das ist bei uns an der Uni leider auch passiert. Dem Menschen ist glücklicherweise nichts passiert. Ist ein Landgestaltungsarbeiter gewesen. Die sollten bei uns um diesen Teich, den ich gezeigt hatte, herum
Wildwuchs entfernen und der ist in das Primärnest dieser Vespa velutina, wo dann nachher das Sekundärnest in der Erle draus geworden ist, reingetreten und ist auch gestochen worden. Er hatte aber glücklicherweise sein Freischneidervisier auf und hatte auch Handschuhe an und eine dicke Hose eben dann als Arbeitsschutz. Und das hat ihn da jetzt gerade mal gegen die Stiche der Vespa velutina geschützt. Ihm ist auch sonst weiter nichts passiert. Aber bis die Meldung bei mir ankam, war das Nest dann schon verlassen. Das war sehr schade. Zudem hat die Vespa velutina eben auch noch, sie sticht und sie ist sehr verteidigungsaggressiver als unsere einheimische Vespa Crabro. Die Vespa Crabro, wenn ich da ans Nest dran gehe, kommt mal ein Wächter und der kommt mir vielleicht auch nachgeflogen. Die Vespa velutina ist sehr erschütterungsempfindlich und die hört also schon, wenn ich unten am Baum mich anlehne oder dahin gelaufen komme, hören die das schon oder nehmen das schon wahr. Und wenn man dem Nest dann zu nahe kommt, dann kommt da nicht ein Wächter raus, sondern da kommen da viele Hunderte raus. Und dann stechen die nicht nur, sondern sie spritzen auch das Gift in die Luft aus ihrem Stachel raus und das kann dann zu Ätz- und Augenschäden führen, wenn man nicht entsprechend geschützt ist. Also durchaus ist hier das Verhalten der Vespa velutina zusammen mit ihrem teilweise zahlreichen Aufkommen dann doch ein Grund dafür, besonders vorsichtig mit diesen Tieren zu sein. Und dann kommen wir jetzt noch zu der Frage, ja, wie kann ich denn das Management betreiben? Also es gibt da auch so Berichte und das kommt durchaus auch in Veröffentlichungen vor, dass die Leute auf die Nester mit Baseballschlägern und Schrotflinten losgehen. Das sollte man tunlichst unterlassen, denn wenn ich also die Nester zerstöre, dann setze ich Individuen frei. Das geht jetzt gar nicht erstmal darum, dass ich dann vielleicht schon geschlüpfte Königinnen und Drohnen unkontrolliert freisetze, sondern es geht darum, dass ich dann heimatlose Arbeiter erzeuge. Und diese heimatlosen Tiere, die sterben nicht sofort, sondern die versuchen nochmal das Nest neu zu gründen und die versuchen überall Futter zu finden und sie werden, weil sie dann eben kein Daheim mehr haben, besonders aggressiv. Das ist bei unseren einheimischen Wespen ganz genauso, wenn ich irgendwie ein Nest einfach zerstöre und lasse die Tiere trotzdem in der Umgebung sein, dann kann sich niemand mehr auf mehrere Meter diesem Ort nähern. Und das ist bei der Vespa velutina ganz genauso. Also sollte man von diesen Methoden absehen. Die bringen eben auch nicht viel. Sondern man sollte dann eben doch schon dazu übergehen, dass man im Sommer, wenn dann wirklich viele Arbeiter auch schon vorhanden sind, die Nester auffindet mit den verschiedenen Methoden. Also da gibt es ja Besenderung, Triangulation, Dochtfallen-Monitoring, zeige ich gleich noch ein bisschen genauer. Na, und in manchen Ländern darf man Flaschenfallen aufstellen. Also man kann die Nester. Man sollte die Nester auffinden und sollte dann schauen, ob es Sinn macht, die Nester oder ob es überhaupt geht, die Nester dort zu entfernen. Natürlich kostet das Ganze Geld. Also gerade die Nestentfernung muss man dann eben gucken, jahreszeitbedingt, ob das wirklich Sinn macht. Weil wenn ich einen Hubsteiger anfahren lassen muss oder eine Drohne kaufen muss, das sind nicht so einfache, sondern das sind Riesenteile und die müssen dann besonders bestückt werden mit einem Behälter und einem Dispenser für Chemikalien. Und dann brauchen die auch noch eine Ausbildung für diejenige, die diese Drohnen fliegen darf. Ist also alles nicht ganz so einfach. Das heißt, es erzeugt viele Kosten. Das hat mal jemand ausgerechnet. Also hier für uns, für Deutschland, wären wir etwa bei 4 Millionen Euro pro Jahr für alleine das Monitoring und die Entfernung von Nestern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bevölkerung, die Öffentlichkeit aufklären, dass gemeldet wird, dass registriert wird und dass kommuniziert wird. Und für mich ist immer noch, also alles, was ich im Frühjahr nach dem Aufwachen der Königinnen entfernen kann, auch an Primärnestern, das ist immer noch relativ leicht, weil die nicht ganz oben im Baum irgendwo sind. Das ist erfolgreich. Wenn die Nester erstmal
richtig im Laufen sind und dann im September, Oktober die Geschlechtstiere rausschmeißen, dann ist eigentlich Hopfen und Malz verloren, weil wenn die Geschlechtstiere in der Natur sind und sich versteckt haben, sind es potenzielle Nestgründerinnen fürs nächste Jahr. Also ich muss schon vorher eingreifen und Stopp sagen und eben vorher schon versuchen, die Tiere aus der Natur zu entfernen. Und ich habe jetzt hier also dieses, was wir im Saarland jetzt auch schon erfolgreich ausprobiert haben, dieses Nachverfolgen oder das Nest auffinden, ursprünglich hier veröffentlicht von den Vespa Watchers vom Tom Franken. Die haben also so ein Glas genommen. In das Glas kommt als Lockstoff eine Mischung aus Wein, Bier und Sirup rein. Und dann kommt da ein Papier dort rein. Das ist ein Twist-off-Glas, da kommt in den Deckel ein Loch. Das Loch ist genau so groß, dass es den Docht hält, der saugen kann und das Tier aber nicht reinkrabbeln kann. Dann kommen die Vespa velutina lecken an dem Docht. Jetzt müsste ich also diese Vespa velutina einfangen, markieren, mit dem Glas nehmen, 100 Meter oder so in Flugrichtung, wo die hergekommen ist, weiter versetzen. Das Glas installieren, die Wespe fliegen lassen und hoffen und warten, ob sie und wann sie wiederkommt. Also die Futterstelle kann ich mit einem Docht, mit Fleisch, mit Fisch, mit überreifen Früchten machen, nach diesem Prinzip. Kann auch einen beflogenen Bienenstock nehmen. Ja, bloß das, wie gesagt, ist dann eine Zeit, wo es schon wieder nicht mehr so viel Sinn macht. Ich kann im Frühjahr entsprechende Futterpflanzen zur Verfügung stellen oder beobachten. Was man beachten sollte, muss, wenn man Fisch und Fleisch nimmt, muss man die Tierseuchenbestimmungen beachten, genauso bei Honig und Waben. Also es ist ganz beliebt, Honigwaben hinzuhängen. Das bitte hier bei uns in Deutschland niemals, denn wir haben eine Bienenseuchenverordnung und freihängende Waben sind schlichtweg nicht erlaubt und auch nicht sinnvoll, weil man dadurch, weil dann nämlich auch Bienen angeflogen kommen, Seuchen verbreiten kann. Also das bitte nicht. Da nochmal hier in der Bienenseuchenverordnung nachgucken. Die Arbeiterin kann man fangen und markieren. Auch da gibt es in den verschiedenen Bundesländern rechtliche Bestimmungen dafür oder dagegen. Muss man sich auch ein bisschen kundlich machen. Und ich bin immer noch der Meinung, also eine Vespa velutina fangen, wenn wir die Vespa velutina eindeutig identifizieren können, sollte rechtlich geregelt sein, dass wir das wirklich dürfen, denn es ist ein invasives Insekt. So, und dann kann man die, muss man halt ein bisschen Futterübergabe einrechnen im Nest. Dann rechnet man die Fluggeschwindigkeit aus. Damit kann man oder nimmt die Fluggeschwindigkeit, misst die Dauer, bis das Tier wiederkommt. Damit kann man dann ausrechnen ungefähr, wie weit das Nest weg sein kann. Kann sich also schon mal vorher ausrechnen, wie lange man denn für diese Nachverfolgung braucht. Und dann wandert man eben diese Fallen mitsamt der Hornisse 100 Meter in Flugrichtung weiter, versetzt ihr, wartet bis zur Rückkehr, wiederholt das Ganze und dann hat der Tom hier das schön gezeigt. Also wenn man das ein paar Mal macht, mit auch Umwegen findet man eventuell das Nest. Es kann auch mal schief gehen, aber also bei uns im Saarland hat das wiederholt wunderbar geklappt. Das Nest ist gefunden und beseitigt worden. Das macht, wie gesagt, nur Sinn, wenn ich es zu der richtigen Jahreszeit mache, wenn dann eben der Beflug der Bienenvölker lästig wird oder gefährlich wird. Dann haben die Franzosen und die Schweizer hier solche Vorbauten entwickelt. Das ist ein Holzvorbau, an denen dieses Gitter getackert ist. Jetzt ist dabei rausgekommen, dass also dieses 6,2 auf 6,2 oder 6,5 auf 6,5 Millimeter Gitter zu groß ist. Man muss also das 5,5 auf 5 Millimeter oder 5,2 auf 5,2 Millimeter Gitter nehmen. Da ist für mich das Kaviat, also das Bedenken, dass diese Gittergröße für die Bienen auch recht klein ist und dass dabei viel Pollen verloren geht. Und vor allen Dingen fühlen die Bienen sich bedrängelt, die fangen an zu spucken und dann wird das Gitter nach einer Weile kleben. Aber Fazit: ausprobieren, testen
Denn nur was man getestet hat, kann man bewerten. Ich habe das noch nicht getestet. Im Saarland ist das jetzt vielfach nachgebaut. Da kann man dann gespannt sein, wie das 2024 wirken wird. Auch, also für mich auch wieder die Frage, das ist ein erweitertes Flugloch. Die Bienen fliegen nach wie vor hier aus. Dann jagt die Vespa bilutina halt hier vorne und nicht direkt hier. Die Fluglähmung wird es dann wahrscheinlich trotzdem noch geben. Aber die Vespa bilutina kann hier zum Beispiel schon mal nicht mehr ins Flugloch rein und das ist sehr vorteilhaft. Dieses nicht mehr ins Flugloch reinkommen habe ich ein bisschen anders geregelt, weil bedarfsangepasst. Also bei mir ist die Vespa bilutina eben wirklich erst Ende August aufgefallen und hat da auch nicht mehr gebraucht, also hat da auch nicht mehr gejagt, also Bienen gejagt, sondern die ist wirklich in die Bienenvölker rein. Unten am Boden lang gekrabbelt, auf die Honigwaben und hat Honig abgegriffen. Ich habe dann vorne dieses blaue Drohnengitter angebracht. Ja, das ist auch aus Plastik, das kann man schneiden in der entsprechenden Fluglochgröße. Sehr praktisch. Habe es mit Reißzwecken dran gemacht und hatte natürlich Vespa velutina eingesperrt, habe den Deckel aufgemacht, kamen mir 20 Vespa velutina entgegengeflogen. Das hat die Bienen überhaupt nicht gestört, weil eben, wie gesagt, die Vespa velutina an der Traube vorbei. Das war da also schon ziemlich kühl. Es hat geregnet, sieht man in diesem Bild auch. An der Traube vorbei, auf die Zuckerwaben, Zucker abgegriffen, wieder rausgeflogen. Die Bauanleitung übrigens für diesen Vorbau kann man sich unter diesen QR-Codes hier runterholen. Und im nächsten Bild habe ich nochmal eben diese Drohnengitter vor den verschiedenen Beutenbauweisen, die ich so an meinem Stand habe. Das hier ist eine Trogbeutenablegerkasten. Da sieht man die Vespa velutina. Hier kommen die Bienen und wollen das Flugloch schützen. Aber die Vespa velutina war an diesen Bienen gar nicht mehr interessiert. Die wollte wirklich eben nur das Zucker innen drinnen abgreifen. Nachdem ich dieses Gitter angebracht hatte, 20 Minuten später war am ganzen Stand keine einzige Vespa velutina mehr zu sehen. Hier das gleiche an der Deutsch-Normal-Flachbodenbeute und hier an einer Zander-Hochbodenbeute. Also das kann man beliebig überall anbringen und so kommt dann die Vespa velutina auch nicht mehr rein. Natürlich kann man auch jede Menge Fallen bauen, eben wenn im Sommer dann der Beflug sehr stark ist. Aber das ist bei uns noch nach Bundesnaturschutzgesetz Paragraph 39 Absatz 4a nicht erlaubt. Wir hatten im Saarland die Situation im Frühjahr 23, dass es vom Umweltamt netterweise hingenommen wurde und wir da eine Ausnahme bekommen haben. Wir haben also einen Monitoring gestartet, weil in dem Gesetz schön drin steht, dass man für Lehre und Forschung durchaus Fallen aufstellen darf. Und wir haben dann also diese Fallen verteilt auf unserer Jahreshauptversammlung im März. Und die sind dann überall aufgehangen worden, was wir damit machen wollten. Wir wollten erste Nestbauaktivitäten stoppen, indem wir die Königinnen der Natur entnehmen. Und eben auch wenn schon, also wir haben Altnester gesucht, um schon mal Primärnestideen zu bekommen, wo das denn stattfinden könnte. Dann haben wir die Fallen, wie gesagt, aufgestellt und haben aber hier festgestellt, dass die Fänge natürlich köderabhängig sind. Da muss man also noch ausprobieren, was für Köder dann für diese Monitoringfallen besonders sinnvoll wären. Also wir haben verschiedene Köder ausprobiert, von gesalzenem Wein über Fruchtsirup, Bier bis hin zum Vespa-Catch-Köder. Hat alles nicht wirklich gewirkt. Honigköder sollte man, wie gesagt, wirklich ausschließen, weil das seuchengefährlich ist. Dann sind die Fänge, muss man beachten und hat sich bei uns eben auch ins Negative herausgestellt, sind temperaturabhängig. Bei uns hat uns sprichwörtlich 23 das Frühjahrswetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also eigentlich scheint 15 Grad Tagesdurchschnitt optimal zu sein, so steht es in der Literatur. Bei uns war es teilweise noch unter 15 Grad, aber auch da, wo über 15 Grad war, haben sich eher so Stechmücken in die Fallen verflogen oder die Wintereule, das ist ein Nachtfalter, aber eben leider keine Vespa velutina. Positiv, es haben sich auch keine Vespa crabro in den Fallen gefunden. Dann sind die Fänge natürlich ortsabhängig, also es macht keinen Sinn, die irgendwo hinzuhängen, sondern
Und es ist auch nicht wichtig, dass in der Nähe im Frühjahr jetzt eine Imkerei ist, weil, wie gesagt, die Königinnen suchen ja erstmal nach Nistmaterial, nämlich also Holz. Sie brauchen Wasser. Und natürlich, also die haben zwar einen Verbreitungsradius, aber da, wo schon letztes Jahr ein Nest gehangen hat, in einiger Umge also ein paar hundert Meter Entfernung, ist es dann sinnvoll, schon mal zu suchen, weil es dadurch dann recht wahrscheinlich ist, dann nochmal ein Primärnest zu finden. Dann sind auch die Beifänge Jahreszeiten abhängig. Wie gesagt, also wir haben Stechmücken und Wintereulen in den Fallen gefunden. Ein Imker hatte auch seine eigenen Honigbienen in den Fallen. Wir müssen also, da muss man dann drauf achten. Und das war bei uns im Saarland auch die Vereinbarung. Wir durften die nur im Frühjahr ausbringen, die Fallen. Und wir sollten damit aufhören, sobald die ersten Vespa-Crabro fliegen bzw. als Beifang in den Fallen landen. Also das war für uns die Bedingung. Und dann haben wir noch uns überlegt gehabt, dass man Beifänge reduzieren kann ja durchaus. Und da hatten wir, das zeige ich gleich, die Falle von Veto Farmer ein bisschen abgeändert, eben mit einem Schwamm drin. Ich zeige es gleich, will hier nur noch sagen, also wir hatten im Saarland leider Pech. Also eigentlich sind alle Fallen in Deutschland verboten. Alle Wespenfallen, es sei denn, ich hänge sie in geschlossenen Räumen wie in Bäckereien oder so auf, in Lebensmittelläden, wo die Wespen dann im Sommer lästig werden können. Da darf ich das, aber nicht außen. Und unser Versuch wurde amtlich begleitet, war aber eben leider nicht erfolgreich. Die Falle, die wir hatten, war eben die von Veto Farma. Die hatten wir ein bisschen abgeändert. Wir haben also einen Schwamm reingetan, die Flüssigkeit bis kurz unter Schwammoberfläche eingefüllt und haben an der Schwammoberfläche Löcher angebracht, sodass und die dann eben in der Größe gemacht, dass kleinere Insekten wie Bienen und Fliegen und so wieder rauskommen sollten. Aber wie gesagt, nicht mal die Mücken haben geschafft, da wieder rauszukommen. Die Wintereule ist oben reingekommen, aber da dann nicht wieder raus und auch oben nicht wieder raus. Also diese Falle war auch in der Abänderungen nicht wirklich in der Funktion, wie wir es haben wollten. Deswegen, also wenn es dann ein bisschen wärmer ist und die Königinnen wirklich rumfliegen oder vielleicht auch die allerersten Arbeiter und noch nicht die Sekundärnester gegründet sind, dann kann man mit den Dochtfallen arbeiten. Denn es wäre schon gut, wenn man die ersten Nester aufspürt. Das Allerwichtigste aber, denke ich, ist die Aufklärung der Öffentlichkeit. Und das hat die Landwirtschaftskammer Bayern und viele andere Organisationen, die hatte ich in der ersten Präsentation, wie man sie im Internet findet, noch drin. Das habe ich hier jetzt ein bisschen zusammengekürzt. Weil die meisten Nester werden gefunden, nicht weil man sie sucht, sondern weil zufällig jemand dran vorbeiläuft oder reintritt. Und dann muss man wissen, was man sieht. Wenn man nicht weiß, was man sieht, also bei uns hier war das auch so, wenn man in der Imkerschaft rumgehört hat, dann hat man gehört, oh, die Tiere, die habe ich schon lange bei mir an den Bienen gesehen, aber ich wusste immer nicht, was das ist. Und dann sah es aus wie eine Hornisse und die muss man ja schützen. Ja, genau, und das ist es. Und deswegen denke ich, also bei uns ist die offiziell, sagt man, ist sie 2020 im Saarland angekommen. Ich nehme an, dass sie genau wie in Rheinland-Pfalz schon 2017, 2018 da gewesen ist. Aber wie gesagt, man wusste nicht, was man sieht. Hier habe ich also den Checkkartenflyer von der Landwirtschaft, von der LWG Bayern abgebildet. Dazu gibt es von der LWG Bayern noch einen zweiseitigen DIN A4 Flyer, den kann man hier unter diesem QR-Code runterladen. Und ich habe diese Idee aufgegriffen und habe nach all diesen Informationen, die man im WWW findet, auch hier können Sie gerne dann unter diesen QR-Codes nochmal nachgucken. Gesprochen haben wir über all diese Einzelheiten, habe ich dann für Saarland einen Flyer entwickelt, der auf der Frontseite beide nochmal schön groß und mit Lineal, wo man messen könnte, wenn man will, wo das dieser Vergleich nochmal gezeigt ist und dann in der Innenseite eben für uns Saarlandspezifisch die Organisation, also das Amt, wo ich die Wespe melden sollte.
Informationen findet man bei uns unter www.saarlandimker.de. Ich habe diesen Bereich viele Jahre betreut. Auch die Vespa velutina steht da schon seit vor 2020 drin. Jetzt hat das jemand anders übernommen. Und dann kann man eben hier auch noch mal nachlesen, wie das Tier aussieht und wo es seine Nester baut. Also gerne diese Idee auch übernehmen, wenn man das für den eigenen Verein, für das eigene Geschäft als Werbeidee machen möchte. Ja, also man kann da durchaus auch noch irgendwo ein Firmenlogo unterbringen. Öffentlichkeit informieren ist das A und O in der Herausforderung des Managements von Vespa velutina. Damit komme ich dann hier auch zum Schluss. Also nochmal zusammenfassend, ich brauche, weil dieses Insekt bei uns bleiben wird, brauche ich Öffentlichkeitsarbeit, denn vorbeugen ist besser als Schaden reparieren. Ich kann nicht, also nachher, wenn wir in der Situation von Galizien sind, schreien, Auweia, hätte ich mal. Vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm wie Galizien, aber wir sollten darauf vorbereitet sein. Ich brauche also Öffentlichkeitsarbeit, ich brauche Koordination aus der Öffentlichkeitsarbeit heraus. Also es müssen alle naturpflegenden Bereiche informiert sein. Forst, Wald, Landwirtschaft, weil die werden mit diesen Nestern in Berührung kommen. Obst- und Gartenbau. Und dann haben wir ja auch die ganzen naturpflegenden Vereine, NABU und BUND, die müssen alle mitmachen. Dann hatte ich mir für Saarland ausgedacht, Tage der Vespa velutina. Das ist erstmal auf Widerwillen gestoßen, auch vom NABU, weil es da ja den Tag des Schmetterlings und Tag des Gartenvogels gibt. Aber warum nicht? Es muss ja nicht negativ belegt sein. Ja, es ist ja auch was Positives, wenn ich ein zwar invasives Insekt, aber wenn ich ein neues Insekt monitore. Ne? Also kann man sich durchaus überlegen. Die Neuseeländer haben eine schöne Sache gemacht gehabt. Bei denen kam irgendwann mal die Vespa vulgaris und die Vespa germanica an und hat zu Schäden geführt. Auch die hat man dort nicht wieder weggekriegt, aber man hat sie eindämmen können. Und zwar dadurch, dass man zu Anfang so eine Kopfgeldaktion gemacht hat. Also es wurde ein Kopfgeld für gefangene Königinnen installiert und das hat richtig gut geklappt. Also die Idee fand ich schön. Das ist leider bei uns nicht so auf fruchtbaren Boden gefallen. Vielleicht kann man später noch mal machen. Und ganz wichtig ist, man darf den Mut nicht verlieren. Es ist Sisyphusarbeit. Ich muss immer und immer und immer wieder am Ball bleiben, dass ich eben genau die Sachen, die vorerwähnt waren, tue, damit das Ding nicht wieder in Vergessenheit gerät. Und wenn sich dann rausstellt, naja, sie macht gar nicht so viel Schaden, wie wir alle gedacht haben, darf ich trotzdem nicht mit dem Monitoring und mit dem Managen aufhören. Weil wenn ich dann mit dem Management aufhöre, dann kann es eben vielleicht doch sein, dass sie Überhand gewinnt. Also da immer am Ball bleiben, Mut nicht verlieren und Augen aufhalten. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass wir auch unter anderem durch diesen Beitrag dazu kommen, dass wir die Vespa velutina ausreichend eindämmen können, managen können, dass es nicht zu großen Schäden in unserer Bienenhaltung und generell in unserer Landwirtschaft und Landpflege überhaupt kommen wird, dass unser System, unser Ökosystem, so wie es jetzt besteht, es ist ja sowieso schon nicht so ganz gesund, aber ich hoffe, dass es halt nicht noch einen größeren Schaden nimmt durch die Anwesenheit der Vespa velutina. Denn eigentlich ist die Vespa velutina ein sehr schönes, sehr hübsches und sehr interessantes Insekt. Und ich wäre wirklich froh, wenn es als invasives Insekt nicht so zum Schädling wird, dass wir sie auf alle Ewigkeit hassen müssen. Bis dahin, alles Gute, tschüss.